Hallöchen zusammen, liebe Freunde, wir sind hier wieder auf der Thunhausen und ich habe hier ein bisschen umgebaut. Man kann jetzt den Mist hier jetzt besser aufladen, auch mit so einem kleinen polnischen Träger mit Mistzange. Das geht eigentlich gut, ne? Es funktioniert. Na, er kann fassen, kann man mal außen gucken. Und, ups, da ist ein bisschen wenig Platz hier, aber... Es geht knapp, ne? Wenn man einen richtigen Misthänger, Mistkran hat, dann funktioniert das natürlich besser. Ich glaube, wenn der rauskommt beim Modus, da funktioniert der auch ein bisschen besser. Aber hier, ich habe den jetzt mal gefunden. Und den fand ich ja eigentlich cool, ne? Man muss ja immer probieren, ob es auch dann richtig funktioniert oder nicht. Und der funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und... Ja, man kann einiges machen hier. Was kann man denn jetzt? Was habe ich denn gefunden hier? Hier, man kann zum Beispiel hier die Klappen hinten runter und hoch machen. Türen kann man aufmachen. Und so ein Quatsch halt. Ganz vieles Zeug. Vieles Zeug, ja. Jo, aber die Hauptsache ist ja, er kann Mist lotten. So. Also es reicht eigentlich gerade, um mit so einem Kran hier Mist aufzuladen. Jetzt müssen wir noch den Sound ausmachen, also den Elektriker ausmachen. So, es ist ein bisschen steil hier. Aber ich denke, das geht, oder? Das muss gehen, weil wir haben keinen Platz hier. So, den Fendt, den Black hier, den brauchen wir ja dann nächstes Mal am Freitag dann zum Güllefahren. Und den habe ich ein bisschen frisiert, dass er wirklich nicht so langsam fährt wie bei mir, Cat. Und jetzt hat er wieder einen Haufen PS. So, wir fahren jetzt zum anderen Hof, nach hinten fahren wir jetzt. Mit dem schönen Strautmann Miststreuer. Ist, glaube ich, ein Strautmann, oder? Ist ein Strautmann. Ja, der sieht eigentlich, ich habe den runtergeladen, weil ich den cool fand. Ja, der sieht richtig geil aus. So, jetzt fahren wir mal schnell dahin. Ich weiß gar nicht, von wem der ist. Ah, kann man dann gucken. Warte mal. Hier, der ist doch konventiert, oder? Steht doch LS13 hier. Ah, ja, genau, ist konventiert. Also. Ja, wenn er kommt, dann kommt er, ne? Keine Ahnung, ob auf Motorster oder so. Von mir ist er nicht, ne? Vielleicht ist er schon auf Motorster. Ich weiß es nicht. Muss man gucken. So, wir gehen jetzt hier weiter. Na, die Fahrzeuge muss ich dann auch noch einbauen. Aber ich musste jetzt das machen mit dem Mist. Wollte ich dann noch machen, dass das funktioniert. Und jetzt funktioniert's. Und jetzt können wir eigentlich auch loslegen. Hier sieht's auch gut aus. Hier hinten wurde auch gearbeitet. Und hier ist schon mal ein Verkaufsstand für die Äpfel. Na, den Äpfelmod kann man sich reinnehmen. Wenn man nicht reinnimmt, dann sind auch die Äpfel nicht da. Aber die sind eigentlich gut, um am Anfang ein bisschen Geld verdienen. Und ja, deshalb kann man den Apfelmod reinnehmen. Den Kälberzuchtmod kann man auch reinnehmen. Und hier die BGA kennen wir ja schon. Und hier wurde ein bisschen versetzt. Na, ein bisschen nach unten. Dass das Ganze hier stimmt. Hier haben wir noch Hallen. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob das geradeaus war oder hier hinten. Na, hier kann man zum anderen Hof hier. Kennt ihr den UGF Bernie? Bernie. Der hat ja einen Hof hochgeladen. Und habe ich gedacht, komm, dann nimmst du den mal schnell. Und hier habe ich auch einen Stall oder einen Hof gebaut. Das sind übrigens die vom Bernasch. Na, den kennt er ja. Und hier sind die. Ah, hier ist auch wieder komisches Zeug hier, ne? Guck mal, hier ist so eine Scheiße hier. Da die. Liege Hennen, Eier, Hennen mit dem Radio oben. Okay. Oh, jetzt. Naja. Hier. Eigentlich schön. Ha? Eigentlich. Nee, ist schon schön. Schöne Halle. So, das Haus habe ich da mal in einer Stunde gebastelt. Ich habe es jetzt mal bei Bernie geguckt. Der hat es nämlich genau gleich gemacht. Aber es sieht von weitem schön aus und es ist polygonarm. Na, Dachrinnen habe ich jetzt nicht reingemacht, weil das spare ich mir jetzt. Oh, du Meister, gehörst eigentlich gar nicht hierhin. Du bist es weg. Aber hier, der sieht eigentlich schön aus, ne? Der
das Heisel. Naja, und das sind ja meine Zäune, also mein Zaun hier. So, hier. Ein Geländer brauchen wir nicht, aber die Höhe habe ich dieses Mal so ein bisschen. Na, wir sind da ein bisschen groß. Ne? So, hier die Hallen. Oder die Halle. Kann man drin irgendwas drin verstauen. So. Jo. Ich wollte eigentlich gar keine Map-Vorstellung machen. Yeah. Ich wollte das Feld suchen. Irgendwo ist auch ein leeres Feld hier. Und hier oben sind die Zuchtstationen hier. Schafe und Rinder, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Muss man gucken. Ist schon einfach schon mal platziert. Da oben ist es nicht. Ist einfach schon mal platziert. Wer im Multiplayer spielen mag, kann hier dann die Zuchtanlage bewirtschaften. Platz hat es genug. Kann man natürlich auch sagen, okay, du kannst den Zug machen und hier noch das Feld nehmen. Das muss man dann selber sagen. Da hinten ist noch eins, ein Feld. Das ist es auch nicht. Ne, er ist besetzt. Scheiße. Ui, ui, ui. Wir haben uns verfahren auf eigener Map hier. Na, wir sind hier hinten. Da hinten ist das Lohnunternehmen. Und hier muss ich noch fertig machen. Und hier kann man hochfahren. Na, extra Platz gemacht. Zum Häckseln. Ja, ist ideal. Ja, hier ist auch leer, aber das ist nicht das, was ich wollte. Na, hier kann man schön wieder runter. Und dann zur BGA. Mais hat es hier ganz viel, na, für unsere Häckselfreunde. Und im Multiplayer macht das, glaube ich, ziemlich Spaß mit so viel schönen verschiedenen Arbeitsstationen, sage ich jetzt mal. Also Höfen oder ja, Arbeitsstationen, ja, BGA, der Schweinebetrieb, dann kleiner Alpenbetrieb, dann hier Zuchtbetrieb, hier Lohnunternehmen und noch ein Lohnunternehmen kann man machen. Und hier runter ist ein bisschen eng. Das ist mir nicht so gelungen, glaube ich jetzt mal. Hehe, hab ich doch gedacht hier. Na, das ist nicht so das Wahre hier. Dann runterfahren, nach oben. Das muss doch gehen hier. Ich bin auch runtergekommen letztens. Das ist ein bisschen eng hier. Da muss man im Eck noch ein bisschen gucken. Aber man kommt runter, ne? Ist wirklich eng. Aber, na, muss ja auch mal sein, dass es ein bisschen schwierig ist, hier zum Häcksler oder so. Ich glaube, da wird es ein Problem geben. Vielleicht die Mauern ein bisschen tiefer machen, ja, da, wo man dann runterfährt. Hier ist es auch nicht, Mann. Dann gehen wir mal hier runter. Ja, alles ein bisschen hügelig. Das ist doch schon das, was man auch gerne hat. Auch mit More Realistic, ganz toll. Hier ist, da fahren wir mal hier rüber, kann man... Ein alter Stall hier. Der hat früher Kühe gehabt. Jetzt hat er ja alles rausgenommen. Kann man hier Trecker wegräumen. Und hier noch ein Fahrsilo, ein altes. Kann man auch benutzen. Ja, besuchen wir immer noch. Gehen wir mal zum anderen Hof. Zum zweiten Lohnunternehmen. Ist auch ein alter Betrieb. Der hat noch ein paar Kühe. Macht ein paar Felder noch. Aber der ist eigentlich gedacht für Lohnunternehmen, also dass er ja noch Kühe hat und Lohnunternehmen macht. Bei den Kühen gibt es leider nichts. Aber wäre natürlich schon geil, wenn man hier die Rinder reinmachen könnte, aber lassen wir jetzt. So, ja hier, das ist das vom Bernie. Den habe ich auch ein bisschen umgebaut. Na, hier habe ich zum Beispiel die Silos rausgenommen. Nein, da haben wir nicht gesehen. Ha. Hier habe ich einfach mal so Weizen und Gerste zum Abkippen. Na, abkippen nicht von hier drin. Hier drin ist so aufladen. Und hier vorne kann man abladen. Das geht dann hier so rein hier. Einfach mal so hier. Ne? Und er macht schon die Häuser, macht er schon geil. Ja, die habe ich auch gefunden. Die kann man beim Motorrad runterladen übrigens. Farm Animals heißen die, ne? Wer die braucht, einfach mal gucken. So, und die Trigger, ja, ist das Problem, weil es zwei verschiedene Map-Door-Trigger gibt. Es gibt für die Tore, ne? Schiebetore, Schrank und so gibt es einen. Und dann noch einen für die Tore. Und da muss ich gucken,
dass ich die irgendwie kombinieren kann. Mal irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Und hier hinten haben wir die Riesenfelder. Das sind mega riesengroße Felder. Jo. Also jetzt. Ich sag jetzt mal groß. Ja. Also, wir sind immer noch nicht hier. Das ist ja mies. Na gut, dann machen wir halt den Mist hier einfach mal auf die Wiese. Aber man kann hier auch hochfahren. Auf die Wiese. So. Also, die Map gibt es dann erst, wenn sie fertig ist. Vorher gibt es ja dann noch die Unterhausen High und Low Version. Bei der 200. Aufnahme. Es wird schon bald kommen, ja. Und bei dieser Map wird es dann noch ein bisschen gehen. Wir sind jetzt hier bei 250 Megabyte. Ja, man kann halt nichts machen. Es wird halt groß, ne? Wenn man hier viel Zeugs, verschiedene Sachen einbaut. Es wird einfach da 10 Megabyte und da hinten 10 Megabyte. Es ist schon schnell. Dann bist du schnell oben, ja. So, wir gehen hier. Hier machen wir einfach mal. Hier haben wir Äpfelbäume. Na, hier ein paar Äpfelbäume sind überall verteilt auf der ganzen Map. Da kann man dann einfach so hier eins. So, besser. So, machen wir hier mal ein bisschen Mist. Oh, der ist aber nicht breit. Du. Sieht man nix. Der kackt ja das hinten noch aus hier. Ein bisschen breiter streuen könnte er schon hier. Oder nicht? Jo, genau. So. Und hier ist er. Da haben wir mal am Anfang mal gehäckselt hier hinten. Da hinten ist er. Da, wenn man hier gerade ausguckt, ist der Landhandel. Kann man auch über die Wiese fahren, wenn man ein bisschen sich beeilen muss. Habe ich extra eine Abkürzung gemacht. Ups. Jo, die Wege, ja, ist jetzt wirklich so gesteuert. Beim Controlling Room kann man die Schranken öffnen. Man kann jetzt auch drin gucken, wie schwer es ist. Habe ich. Ja, es geht. Ja. Und wenn man alleine spielt und nicht die Schranken öffnen möchte, da kann man einfach neben durchfahren. Da ist Kiesweg noch. Da kann man auch durchfahren. Normalerweise muss man einmal aussteigen, das Tor öffnen oder die Schranke öffnen und dann kann man immer rein und rausfahren, wenn man möchte. Also nur einmal aufmachen, dann ist gut. Also ich denke, die Zeit muss man sich nehmen, das muss man in der Realität auch. Also so viel Zeit müsst ihr schon mit euch bringen, wenn ihr das machen wollt. So, der wird ja schmutzig da hinten. Oder bin ich jetzt... Nee, doch, komm. Guck dir mal die Scheiße an hier. Die Scheiße, die ist dreckig geworden hier. Gibt's ja nicht. Gibt's nicht. So. Dann haben wir hier wieder nach vorne zu unserem schönen Höfchen. So, wo haben wir denn lange hier? Rechts, rechts. So, ein bisschen rechts rumfahren. Man könnte auch hier über das Feld fahren. Aber wir dürfen ja nicht, ne? Man darf ja nicht über den Bestand fahren. Nö, macht man nicht. So, hier gibt es auch ein Schild, habe ich schon gezeigt, ne? Gibt's ein Schild? Gibt's ein Schild. So. Kennen wir ja alles hier. Jo. Es gibt ja zurzeit nur die Hagestedt modifiziert und so. Aber ich finde jetzt die Map echt geil. Da hast du wirklich viele Sachen. Hier Schweineverkauf, hier Bäckerei, hier große Gärtnerei, wo man Mist verkaufen könnte. Jetzt ruckelt es gerade irgendwie. Hat es gerade geruckelt. Und hier unser Unfall. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Unser Unfall hier. Das liegt immer noch hier. Kann man immer noch aufladen, ne? Wieso? Placebo, hör auf. Na, platzierbarer Haufen. Na, der ist ja nicht so groß, ne? Aber der sieht einfach besser aus als der andere. Und deshalb nehmen wir den ganz einfach. So, wir gehen jetzt wieder mal Mist aufladen. Obwohl wir ja gleich wieder aufhören müssen. Schon wieder. Aber ich hoffe auch, das letzte Video hat euch gefallen mit Battlefield 4. Wo wir richtig geil gezockt haben. Und es gibt noch einen zweiten Teil von dem Battlefield 4 Aufnahme, noch ein kurzes gibt's noch ungefähr 10-15 Minuten oder so. Ja, da geht's dann auch wieder ja, ziemlich krass her. Ja, da war ja der Meerkat war dabei, der Slizy war dabei, der Max war dabei.
Der Max. Den Max kennt er nicht. Das ist der Battle mit Max. Ah. Ja, der ist der alte Max sozusagen. Wir haben ja einen kleinen Max und den großen Max. Sozusagen, ja. So, und wer hat noch mitgespielt? Da Sleazy, ich, Meerkat und der Max. Genau, vier Leute waren wir. So, starten wir die Motoren hier. So. Jetzt probieren wir mal hier hinten zu sitzen. Oh. Man kann ja hier mit dem Mausrädel, kann man hier hoch und runter machen, ist auch geil. Na komm, dreh die Scheiße hier. Ich muss ja extra die Wand vom Misthaufen schräg machen, also wegmachen und eine neue machen, weil sonst kommst du dann nicht mit dem Ding hier rüber. Und ich denke, wenn man dann irgendwie noch ein anderes hat, so ein Mistgerät, na, Mistkron, dass man dann, aua, hör doch mal auf hier. So, dass man dann Probleme kriegt. Einfach zum Vorsorgen. Also die Hintertextur sieht nicht gerade ideal aus, aber. Ach komm, es ist ja. Es muss ja nützlich sein. Komm, ey, willst du mich jetzt verkacken oder was? Geht doch. So, also ich würde jetzt sagen, ich schreibe mal die Kiste weg hier. So. Ui. Wie geht weiter, geht denn da runter hier? Ja, das kannst du wieder, aber ganz hoch kannst du nicht. Ja. Hier kann man mal Räder wechseln hier. Mann, das Ding sieht aus hier, ja, das ist ja Wahnsinn. Da glaube ich immer sogar noch vorne hat er noch einen Tank. Eieieiei. Aber es ist ein cooles Teil. Ich weiß gar nicht, ob man das Ding auch irgendwo anders anhängen kann. Naja, muss man dann probieren. So, also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. So, tschüssi.